Hier ist Muho aus dem Auto. Heute geht es um die Mundwinkel beim Sazen. Euch wird aufgefallen sein, dass ich die letzten Tage über immer wieder so ein altes Video, wo ich beim Sazen irgendwo in Deutschland in der Landschaft zu sehen bin, hochgeladen habe. Die Videos stammen nicht von diesem, sondern vom letzten Jahr. Ich nehme die auf, weil ich jeden Morgen um 8 Uhr japanischer Zeit mit einer kleinen japanischen Gruppe online sitze und während meiner Reise, das wäre 1 Uhr nachts in Deutschland, da mache ich das nicht live, sondern ich nehme diese Video-Viertelstündchen immer im Voraus auf. Das mache ich auch dieses Jahr auf der Reise. Also ich habe schon einige von diesen Videos aufgenommen, aber die aktuellen, die will ich erstmal für das japanische Publikum reservieren. Vielleicht werden die auch auf diesem Kanal irgendwann mal später öffentlich geschaltet. Wie dem auch sei, einem von euch ist es aufgefallen, dass beim Sazen bei mir die Mundwinkel nach unten zeigen, dass ich ein eher grimmiges Gesicht habe. Und dieser Zuschauer schreibt, bei mir ist das auch so. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass ich mich dem Satori nähere? Ich weiß nicht, ob die Frage als Scherz gemeint ist. Vielleicht. Aber es ist tatsächlich so, dass der Kodo Sawaki in seinen Anleitungen zum Sazen manchmal schreibt, der Mund, der sollte so wie das japanische Zeichen für eine 1. Das ist im Grunde ein waagrechter Strich, aber genau genommen, wenn man Kalligrafie übt, diese 1, wenn man sie in Japan schreibt, da sind die beiden Enden auch so ein bisschen nach unten geneigt, ne? Oder der Sawaki schreibt auch, der Mund sollte so aussehen wie das Hiragana-Zeichen, beziehungsweise das Katagana-Zeichen ist in dem Fall dasselbe für He. He, ich werde euch das Zeichen unten in die Videobeschreibung kopieren. Aber kurz gesagt, das Hiragana und das Katagana für He, die sehen aus wie ein Bogen, bei dem die beiden Enden nach unten zeigen. Also der Sawaki sagt ausdrücklich, die Mundwinkel, die sollten nach unten zeigen. Ich bin jetzt allerdings immer skeptisch, wenn irgendjemand sagt, beim Sazen sollte es so oder so sein. Du musst Sazen so machen, sonst ist es kein richtiges Sazen. Also in meinem Fall, ich mache das nicht so, weil der Sawaki das so vorschreibt. Umgekehrt gibt es ja auch viele Meditationslehrer, die sagen, beim Meditieren, da sollte man immer ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht haben. Ein leichtes, mitfühlendes, seliges Lächeln. Und zwar deshalb, und ich glaube, das hat die Wissenschaft tatsächlich nachgewiesen, weil man nicht nur dann lächelt, wenn man glücklich ist, sondern offenbar ist man auch glücklicher, wenn man lächelt. Das heißt, wenn man sich deprimiert fühlt und man lächelt trotzdem, dann ist man zwar im nächsten Moment deswegen nicht gleich super glücklich, aber man fühlt sich angeblich ein halbes Prozent oder ein ganzes Prozent glücklicher, als man sich fühlen würde, wenn man ein grimmiges Gesicht mit nach unten zeigenden Mundwinkeln aufsetzt. Und da man sich in der Regel einen erleuchteten Mensch auch mitfühlend glücklich vorstellt, wäre es dann eigentlich logisch, wenn man mal meditieren, selbst wenn man noch nicht erleuchtet ist oder besonders wenn man noch nicht erleuchtet ist, einfach mal zur Vorbereitung ein Lächeln aufsetzt. Es kann ja nicht schaden. Vielleicht nähert man sich dann der Erleuchtung. Aber trotzdem, ne? Ich habe beim Sazen kein seliges glückliches Lächeln auf dem Gesicht. Ne? Warum? Tatsächlich bin ich das auch schon gefragt worden und ich habe darauf in einem Video geantwortet. Die Links dazu werdet ihr im Abspann, also in den letzten 20 Sekunden dieses Videos finden. Ne?
Es gab mal einen, der sinngemäß geschrieben hat, also ich muss mir nur dein Gesicht ansehen, es ist offensichtlich, dass du nicht erleuchtet bist, denn sonst würdest du eben das in einem Lächeln ausstrahlen. Während eine andere Zuschauerin, ich glaube, das ist schon 2 Jahre her oder so, ne, die schrieb das Umgekehrte. Die schrieb, woher kommt dieses Dauergrinsen bei euch Buddhisten? Das turnt mich total ab. Ne? Der war aufgefallen, dass die meisten Buddhisten immer mit einem Lächeln im Gesicht abgebildet werden und das wollte ihr einfach nicht einleuchten. Warum? Aber zurück zu mir und meinem Gesicht beim Sazen. Ich würde sagen, dieser Gesichtsausdruck und die nach unten gebeugten Mundwinkel erklären sich dadurch, dass ich beim Sazen in der Regel überhaupt kein Gesicht mache. Also bei diesen 20-Minuten-Videos, da sind ja die ersten paar Minuten immer eine japanische Einführung. Und da versuche ich einigermaßen freundlich rüberzukommen, denn ich weiß ja, da ist ein Publikum, das ich das später angucken will und mit dem will ich kommunizieren. Und die Viertelstunde danach, wenn ich dann schweigend sitze, vergesse ich zwar nicht die Tatsache, dass da eine Kamera ist, aber ich mache kein Gesicht mehr. Ich mache dann wieder ein Gesicht am Ende, wenn ich freundlich winke, ne? Aber dazwischen eine Viertelstunde lang mache ich kein Gesicht. Und mir ist auch schon aufgefallen bei den 5-Tage-Sessions in Antaichi, sowohl beim Sazen als auch wenn die Gemeinschaft dann gemeinsam am Tisch sitzt bei den Mahlzeiten. Und so war es eigentlich auch in dieser einen Woche in Weiher. Wenn man eine Woche gemeinsam miteinander verbringt, ohne miteinander zu sprechen, und da werden auch keine Zettelchen geschrieben, das gibt es ja auch manchmal in Meditationszentren, das Schweige-Session bedeutet, dass man sich Zettelchen zuschiebt, ne? Was mir nicht einleuchtet, denn Kommunikation ist Kommunikation. Der Punkt ist ja, dass man für 5 oder 7 Tage auf Kommunikation verzichtet und auch auf Augenkontakt. Wenn ich der Leiter bin des Sessions, dann muss ich natürlich immer auch so ein bisschen Auge für die anderen haben, was die so machen, ne? Wer welche Schwierigkeiten hat beim Sazen, beim Kinhin. Aber auch ich versuche während Sessions Augenkontakt zu vermeiden. Denn wenn man Augenkontakt herstellt, dann ist man wieder gezwungen, ein Gesicht zu machen. Und was dann passiert nach ein paar Tagen ist, dass die Gesichter, für mich sehen die aus wie Leichengesichter beim Sazen, bei den Mahlzeiten, wenn ich mir dann doch nochmal so ein Gesicht angucke. Wobei natürlich auch bei Leichen es alle möglichen verschiedenen Gesichtsausdrücke gibt. Es gab mal vor einem Jahrzehnt, und wenn ich den Link finde, dann werde ich ihn in die Videobeschreibung setzen, da findet ihr ihn. Und wenn ihr ihn da nicht findet, aber ihr wisst, worauf ich mich beziehe, dann könnt ihr es uns auch in den Kommentaren wissen lassen. Ne? Es gab mal vor einem Jahrzehnt einen deutschen Fotografen, der Menschen, die kurz vor dem Sterben waren, fotografiert hat. Sowohl kurz vor dem Sterben, 1-2 Wochen vor dem Sterben, als auch dann, nachdem sie gestorben waren, die Leichen. Ne? Und das wurde, glaube ich, auch, das ging so durch Deutschland, ne? So eine Fotoausstellung. Und man kann das auch noch im Internet, glaube ich, sich ansehen. Das ist sehr interessant. Also ich fand das interessant. Wer von euch das eklig findet, der muss sich das natürlich nicht ansehen. Aber da sieht man, dass es auch eher glücklich wirkende Leichen gibt, aber auch Menschen, die nach dem Tod einen eher unglücklichen Ausdruck haben. Aber für mein Gefühl, Leichen generell haben sehr viel weniger von einem Ausdruck im Gesicht, sind neutral. Sie haben in der Regel einen neutralen Gesichtsausdruck, was ja auch natürlich ist, denn sie müssen kein Gesicht mehr machen. Sie müssen sich keine Gedanken machen, wie ihr Gesicht rüberkommt bei den anderen. Sie müssen sich kein Lächeln aufsetzen und sie müssen auch keine Wut mehr ausdrücken oder was auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass
egal ob man jetzt auf dem Kissen schon gestorben ist oder nicht, beim Sazen, wenn man die anderen vergisst, sich die Gesichtsausdrücke denen einer Leiche annähern. Und das könnte der Grund sein, weshalb ich beim Sazen in der Regel nicht lächele und die Mundwinkel leicht nach unten hängen. Denn das ist ja auch bei Leichen meist der Fall. Ne? Der Sawaki sagt, das sollte so sein. Aber das Problem ist, immer wenn man sagt, das sollte so sein, dann macht man wieder ein Spiel daraus. Ne? Gucken meine Mundwinkel jetzt auch genauso weit nach unten wie beim Muho oder beim Sawaki? Sollte ich sie vielleicht noch ein bisschen weiter nach unten ziehen? Oder sollte ich vielleicht doch mal wieder ein Lächeln ausprobieren? Wie fühle ich mich dann? Ne? Man sollte kein Spiel daraus machen. Der Punkt ist ja gerade, dass man das Spiel vergisst. Und dann muss man auch kein Gesicht mehr machen. Und auch das mit dem, wie weit bin ich jetzt noch vom Satori entfernt? Auch dieses Spiel solltest du vergessen, denn du bist immer schon da. Du warst nie weg. Ne? Du warst nie weg. Du warst bloß mit deinem Kopf in den Wolken oder auf der Karte. Du hast das Spiel gespielt. Ne? Sehe ich jetzt auch so aus wie Sawaki auf dem berühmten Foto? Ne? Vielleicht sollte ich einen Blick in den Spiegel werfen oder vielleicht sollte ich ja jemand mal bitten, ein Foto von mir zu machen und dann gucke ich, ob das alles stimmt bei mir. Also Mundwinkel beim Sazen, macht euch keine Sorgen darüber, wenn sie nach unten zeigen. Und wenn ihr, obwohl ihr es gar nicht beabsichtigt, beim Sazen lächelt, es muss auch kein Problem sein. Ne? Aber aus meiner Erfahrung, wenn ich Leute beim Sazen lächeln sehe, und das ist auch schon vorgekommen, meistens hatte ich das Gefühl, oh, die träumen. Ne? Die denken an was, was sie amüsiert, was ihnen Spaß gemacht hat. Aber wenn die wirklich hier und jetzt im Moment wären, dann hätten sie wahrscheinlich einen eher neutralen Gesichtsausdruck. Wenn jemand wirklich konzentriert ist, zum Beispiel auch beim Kochen, ein Koch, der wirklich konzentriert bei seiner Sache ist, der lächelt nicht glücklich, sondern der hat in der Regel einen konzentrierten, aber neutralen Gesichtsausdruck und die Mundwinkel wird wahrscheinlich eher leicht nach unten zeigen. Obwohl er nicht grimmig aussehen wird. Ne? Aber ein Mensch, der konzentriert ist, lächelt in der Regel nicht selig. Und wie gesagt, ne, die Videos, die ich schon bereits gemacht habe zu dem Thema Lächeln und so weiter, findet ihr im Abspann und in der Videobeschreibung unter Umständen auch einen Link zu Leichenfotos. Und ihr seht da das Hiragana für Hen. Also, vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank für eure Kommentare, vielen Dank für den Kommentar, auf den ich mich heute bezogen habe. Und wenn dieses Video hochgeladen wird, dann bin ich wahrscheinlich immer noch in Halle. Ich werde schon längst nicht mehr am Steuer sein. Und dann geht's am 12. nach Frankfurt an der Ort oder dann ist noch mal ein kurzes Wochenend-Session in Halle im Wolkentor und dann geht es aber auch schon wieder zurück nach Japan. Ich werde mich dann wieder melden von der Reise und wenn ich in Japan bin, dann sitze ich auch wieder in meinem einigermaßen ruhigen Zimmer in Osaka. Also tut mir leid für das Verkehrsrauschen. Ich versuche nicht allzu schnell zu fahren, aber einer von euch Kommentatoren oder Kommentarspaltern, wie ich gerne sage, der hat ja gesagt, da sitzt der Muho wieder und blockiert die Autobahn mit seinem Fischaufkleber hinten am Heck. Ich weiß nicht, woher der Kommentator weiß, dass ich einen Fischaufkleber hinten habe am Auto. Was mir aufgefallen ist, ne? Früher hatten viele deutsche Autofahrer hinten Aufkleber, ne? Also zum Beispiel CDU oder SPD oder für oder gegen Atomkraft oder der Lieblingsfußballverein. Ich sehe überraschend wenig bis keine Aufkleber. Also das scheint sich in den letzten 30 Jahren ein bisschen geändert zu haben. In Japan findet man auch keine
fast keine Aufkleber auf Autos. Ne? Also die Japaner, die drücken zumindest nicht auf ihrer Autokarosserie aus, welche politische Einstellung sie haben oder für welchen Baseballverein sie sind. Und das scheint auch jetzt in Deutschland aus der Mode gekommen zu sein. Ne? Also ich bin da einer der allerwenigsten, vielleicht sogar der Einzige, der mit einem Fischaufkleber auf dem Auto herumfährt. Also wenn ihr ein Auto seht mit Fischaufkleber, dann wisst ihr, das ist der Muro. Und wenn es ein Golf ist, dann könnt ihr so euch sogar 100% sicher sein. Ne? Also, wenn ihr den Fischaufkleber seht, sprecht mich an. Ansonsten, wir sehen uns entweder bei einem der kommenden Session oder bei YouTube. Danke fürs Zugucken und tschüss.